Und jetzt schauen wir in den Himmel, müssen uns dabei aber gar nicht den Nacken verrenken. Die Sterne zum Greifen nahe zu sehen, das ist nämlich das Versprechen des neuen Planetariums in Halle. Das alte auf der Peisnitzinsel ist von einer Flut schwer beschädigt und deswegen abgerissen worden. Das neue Planetarium finden Sie jetzt in einem stillgelegten Gasometer direkt an der Saale. Heute ist feierliche Eröffnung. Und bevor die Besucher kommen, ist unsere Reporterin schon da, Pauline Festring, vor dem Planetarium in Halle. Was macht's denn zum modernsten in ganz Europa? Ja, Julia, das hat vor allen Dingen mit der modernen Technologie zu tun. Und wir haben natürlich mal ein paar Bilder vorbereitet, die wir zeigen wollen, von drinnen vom sogenannten Herzstück. Das ist der Sternensaal. Und der Sternensaal, der vermittelt eine gute Atmosphäre, wie die Reise durch Raum und Zeit hier im Planetarium ablaufen soll. Das Tolle ist, der Sternensaal verfügt über 6 sogenannte Projektoren und die können eben so ein 360-Grad-Bild erzeugen. Und es ist da möglich, sowohl 10.000 Jahre zurückzureisen und sich die Sterne anzugucken, als auch 10.000 Jahre zum Beispiel in die Zukunft zu reisen, um mal zu gucken, wie da die Sterne aussehen. Insofern ist das sehr spektakulär und sorgt für eine besondere Atmosphäre. In der ganz unmittelbaren Zukunft, 17 Uhr heute Nachmittag, ist ja die große Eröffnung. Worauf können sich die Besucherinnen und Besucher da heute schon freuen? Ja, genau, du sagst es schon. Also um 17 Uhr geht das hier los. Dann können Besucherinnen und Besucher reingehen. Dann gibt es hier Führungen in verschiedenen Timeslots. Und ich habe heute auch die Gelegenheit gehabt, heute Morgen mit dem Leiter des Planetariums zu sprechen, mit Dirk Schlesinger. Der hat mir gesagt, was es noch so gibt in den nächsten Tagen. Dann haben wir am Abend immer noch ein besonderes Programm. Wir haben Kunstvisualisierung, wir haben ein Konzert der Gruppe Pont. Und wir haben hier am Sonntag den Familientag der Stadt Halle. Und dann haben wir auch im Außenbereich viele Pavillons mit Partnerinnen und Partnern, Unterstützern. Also eine sensationelle Sache. Ich war das letzte Mal als Schülerin in einem. Für wen ist dieses neue Planetarium in Halle denn jetzt gedacht eigentlich? Ja, da liegst du natürlich schon mal einerseits richtig. Also einerseits ist es auf jeden Fall für Schülerinnen und Schüler gedacht. Dazu passt, dass jetzt hier aktuell die Preisverleihung von Jugendforsch vom Landeswettbewerb Sachsen-Anhalt stattfindet, also auch für Schülerinnen und Schüler. Bildung ist natürlich ein wesentlicher Fokus. Und jetzt haben wir aber noch mal ein paar Drohnenbilder, die das ganze schöne Stück von außen im Ganzen zeigen. Und da wird auch noch mal klar, man sieht die schöne Dachterrasse. Also beispielsweise sind da auch 2 verschiedene Teleskope, wo noch mal in die Sonne geguckt werden kann. Und was ich sehr witzig fand und sehr schön, ist nämlich, dass auf dieser Dachterrasse auch Hochzeiten stattfinden werden. Also es ist nicht nur so gedacht, dass die Dachterrasse zum Gucken ist, sondern auch ganz romantisch zum Heiraten. Das ist das eine. Insofern kann man das buchen, das gehört dazu. Und hier ist die Aufregung natürlich jetzt bei allen ganz groß, weil es ja bald losgeht und alle hoffen, dass es hier für Furore sorgen wird und alle sich freuen werden. Pauline Festring ist schon mal begeistert vom neuen Planetarium in Halle. Dankeschön.